Hallihallo, ihr waghalsigen Entdecker und mutigen Überlebenskämpfer. Ich heiße euch herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Conan Exiles. Und heute gehen wir da rein. Ich habe ein bisschen die Energie hochgeheilt, aber ihr seht, das bringt alles nicht wirklich viel. Das Essen, hier die Regeneration durchs Essen, das ist immer nur ein klein wenig. Und ja. Egal, wir werden uns heute hier reinwagen. Wenn es irgendwie überhaupt geht. Ich komme gleich rein. Wie war denn das hier nochmal? Wie komme ich denn hier in diese Zuflucht? Da war doch irgendwie, war doch das mit dem Obelisken hier verbunden, ne? Der hat uns, glaube ich, einen Weg geöffnet oder so. Water flows through our city. From untainted sources in the high places. And down through the mighty aqueducts that we built to sustain us. And the sewers carry away the waste from the city. Washing it away in a torrent of pure, clean water. Slave, you have been chosen to maintain those sewers, to sweep away the debris and creatures which gather in the foul-smelling darkness. Be honored, bonded one, and be wary. Strange things grow in the gloom of those tunnels. Okay. Und wie komme ich da jetzt rein? Ja, so nicht, wahrscheinlich. Kann ich da überhaupt schon rein? Oder muss ich da irgendwie das Licht jetzt anmachen? Aber ich habe ja kein Licht. Das Sonne. Ja, weiter. Kannst du auch noch weiter erzählen? Jetzt muss er erzählt er das Ganze von vorne, oder was? Muss ich das ganz anhören, vielleicht? Which gather in the foul-smelling darkness. Be honored, bonded one, and be wary. Strange things grow in the gloom of those tunnels. Nee, da hört er automatisch auf. Aber ich weiß nicht, wie man da reinkommen soll. Da ist ja irgendwie nix. Hey, da ist einfach nur schwarz. Ach so, warte mal, wir können hier hochklettern. Okay. Vielleicht ist das. Nee, ist auch nicht die Lösung. Oder? Nee, oh oh. Zuflucht hier ist irgendwie. Irgendwie wird mal auch Zuflucht angezeigt, aber ich weiß nicht, wie wir da reinkommen sollen. Da ist ja nichts. Da ist ja genau kein Eingang. Oder müssen wir da wirklich da oben irgendwo hin? Ja. Ah, schade, ich dachte jetzt, wir könnten heute hier ein bisschen erkunden. Das war eigentlich mein Ziel, mein Plan. Das muss ich ja alles umwerfen. Weil ich weiß nämlich nicht, wie wir hier reinkommen sollen. Naja, hier geht nichts. Hm. Strange. Okay, dann eben nicht. Na, dann gehen wir nochmal weg. Keine Ahnung, da unten leben wieder alle. Vielleicht hier. Nee, lass los. Ducken. Nee, geht auch nicht. Wir können jetzt mal versuchen, noch hier außen rum zu laufen. Da gab es auch noch einen Weg. Vielleicht ist da noch irgendwas. Weiß es nicht. Holen wir nochmal. Ich brauche ein paar Insekten. Das wäre jetzt ganz gut. Eine Handvoll Insekten. Jawohl, gib mal Insekten. Da haben wir noch ein bisschen Platz im Inventar. Für Insekten reicht's noch. Dann gehen wir jetzt einfach mal. Was ist denn jetzt los? Lol. Da drüber geklettert. Gehen wir jetzt einfach mal hier oben lang und gucken, ob wir da irgendwie vielleicht noch was finden. So, jetzt hätten wir noch mal einen Stein. Nee, Holz brauchten wir zur Reparatur von dem Schild. Ne? Da werden wir uns jetzt gerade noch mal ein bisschen Holz peilen. Zwar hier. Zack, zack, zack. Können wir nämlich das Schild noch weiter reparieren. Die Knochen, die wir bekommen haben. Oh, was ist denn das? Das ist irgendwas Grünes. Ist das der Geisterball? Den wir nicht passieren können wegen dem Amulett, oder? Hoffentlich sterben wir jetzt nicht instant. Doch. Ist nicht dein Ernst, oder?
Wie komme ich jetzt an meine Leiche ran mit dem ganzen Inventarzeug drin? Respawn-Punkt wählen, ja, genau. Bettrolle. Ach, scheiße. Jetzt muss ich noch mal dorthin hechten. Dann wird er unser Zeug kriegen, weil wenn wir das nicht kriegen, dann kotze ich. Ich hoffe, das hat ausgesehen, als wären wir den Berg runtergerollt. Ihr seht, wir haben nichts an mehr. Unser teuer erkaufter Turban. Jetzt müssen wir da schnell hin. Da haben wir auch kaum Lebensenergie. Ach du Scheiße, ey. Mal schnell ein paar Fasern mitnehmen, damit wir hier was zu essen haben. Handvoll Insekten und so. Damit wir unsere Lebensenergie wieder hochkriegen. Da holen wir die Eier hier noch schnell mit. Zack, zack. Komm, gib her. Hätten dann natürlich auch noch eine Waffe im Lager, aber wenn ich die jetzt mithole, dann, ja, ne, dann haben wir ein Problem. Warum kriege ich jetzt keine Lebensenergie dabei? Ah, jetzt. Weil es ist nicht die Regeneration da, die da hochläuft, ne? Da steht normalerweise Regeneration. Da werden wir ja hoffentlich durch das Lager der Gegner durchkommen. Da wird man, ja, so komplett ungeschützt, ne? Damit wir eben wenigstens unser Zeug wieder kriegen. Das wäre natürlich schon nice. Ich möchte das nicht gerne alles verlieren. Da ist viel Zeug drin. Einfach nur so, weil man durch so eine blöde grüne Wand nicht durchkommt. Das ist ein bisschen nervig. Vor allem, da gibt es gar keine Warnung oder sonst was. Achtung, du darfst hier nicht passieren. Du bist einfach tot, wenn du da durch willst. Oh Mann, das hier ist ja eine Folge für den Arsch. Und ich dachte, die wird richtig spannend, Mann. Also, wenn ihr enttäuscht seid, kann ich verstehen, ich bin genauso enttäuscht. Aber anscheinend muss man da eben auch mal durch. Und wir müssen eben noch lernen, noch vieles im Spiel. Und dafür müsste ich mein Armband ausziehen, für da oben durchzugehen. Und das könnte ich auch machen, aber da würde ich auch sterben. Also weiß ich nicht schon, wenn ich dann lebe, weil... Also wir müssen gucken, dass wir das irgendwie auskriegen, ohne dass wir sterben, dass wir durch diese Geisterwall, dass wir dem passieren können. So, jetzt müssen wir erstmal gucken, wie wir hier ohne... Ja. Hoffentlich ohne kaputt zu gehen durchkommen. Jock, was war das? Ich war das. Bitte, bitte, lasst mich in Ruhe. Ich möchte nur hier oben lang. Zumindest mal lasst mich in Ruhe, bis ich meine Waffen habe. Oh je. Ausdauer, Ausdauer, Ausdauer. Hopp, hopp, Ausdauer, Ausdauer, Ausdauer. Spreng. Lol. Krabbelkarl. Jetzt wird's interessant, Leute. Jetzt wird's interessant. Kriegen wir unsere Ausrüstung back. Ach du Scheiße! So wahnsinnig. Geht da oben durch den Geisterwall, mein Freund. Da liegen wir. Und das sieht aus, als wären wir vor dem Ball. Puh, ein Glück. Hier mal erbeuten. Alles nehmen. Genau. Wir nehmen alles. Und der ist nicht mehr nachgekommen. Oh, jetzt haben wir unsere Ruhe kurz. Damit wir uns wenigstens nochmal hier die Ausrüstung anziehen können. Ja. Wo bin ich denn stehen geblieben? Hier unten. So. Jetzt ziehen wir hier mal Kleider an, dass er hier nicht so notgeile Blicke auf mich drauf wirft. Wie kann ich denn das jetzt eigentlich reparieren? Im Menü geht das irgendwie auch. Mehr reparieren, ja. Reparieren, komm, da brauchen wir doch überall nur Fasern. Da reparieren wir doch mal alles hier kreuz durch, wenn es eh schon geradeaus ist. Nur der Hut, den können wir wahrscheinlich nicht reparieren. Denke ich mal, wo ist denn der Hut überhaupt? Da oben. Reparieren? Oder geht doch? Geht doch. Ah, Tierhaut kostet das dann, aber es geht. Okay, sehr schön. Sehr schön. Ziehen wir uns das alles wieder an. Jetzt müssten wir eigentlich unser Menü nochmal zurechtlegen. So, wunderbar. Unser Menü, genau. Oh je. Das heißt, Axt hier unten hin, Spitzhacke hier hin, dass wir beim Alten bleiben, das Schwert hier oben hin, ja, genau, zwei Hände hier oben hin, Schild hier hin, Trinkflasche hier oben hin, Bogen hier unten hin, und dann sind wir ja jetzt gleich wieder so weit, wie wir haben wollten, ja, das noch, genau. Sehr schön.
Wie sieht's mit Nahrung aus? Trinken könnten wir mal gerade einen Schluck. Das haben wir ja hier oben. Zack, trinken wir mal ein Schlückchen. Hat das jetzt gemacht? So, jetzt. Und dann essen wir mal hier nochmal so zwei Insekten und ein Ei, damit die hier nicht zwei verschiedenen Slots liegen. Und dann sind wir eigentlich wieder so weit, so gut am Start. Oh, also den Geisterwall werden wir nicht. Alter, ein Skorpion. Pfeile habe ich keine ausgerührt, doch. Okay, den Skorpion würde ich mal gerne jagen. Ich möchte das jetzt einfach mal ausprobieren. Ich hoffe, wir schaffen den, ohne dass er uns erledigt. Oh Mann, ich bin mit dem Bogen hier in dem Spiel echt... Biest! Alter, sind die Skorpione schnell, Mann! Ich habe keine Ausdauer. Ich kann die auch nicht anvisieren. Ey! Guck mal, was die fressen, ey. Brauche ich was Dickeres. Jawohl. Puh, jetzt müssten wir es eigentlich häuten, aber haben wir ja nichts da fürs Häuten. Wildfleisch, Chitin, okay. Chitin haben wir auch schon mal. Guck mal, da oben leuchtet Zilla drauf, ne? Müssen wir doch irgendwie da hoch, oder was? Wie geht's denn da hoch? Das ist auch so ein Lila, das Leuchten. Kann ich hier dran hochklettern irgendwie? Oh. Aber meine Ausdauer, ne? Ich weiß nicht, ob das reicht, für mit der Ausdauer da hochzukommen. Komm schon, schneller, schneller. Oh. Komm schon, du schaffst das, du schaffst das, du schaffst das. Du schaffst das. Ja. Ja. Uff. Heiliger Bimbam. Wir bewegen uns auf gefährlichem Gebiet, liebe Freunde. Die Skorpione waren schon eigentlich zu viel für mich. Heute, ach so, warte mal. Wir haben ja einen kleinen Denkfehler. Die bauen wir ja. Was haben wir denn hier? Nochmal so einen Obelisken. Armband einstellen. Du bist deine Stufe aufgestiegen. Obelisk eingestellt. Heißt das... Was ist denn das jetzt gewesen? Für was ist das jetzt gewesen? Das war ja hier schon... Och, guck mal. Wir haben schon Kapitel... Wo bin ich? Warum lässt sich das jetzt nicht steuern? Ah, da unten. Ey, dann... Oh, gerade spinnt das Ding hier ein bisschen. So, jetzt geht's wieder. Nee, doch nicht. Da unten in den unteren Kapiteln, da kann ich irgendwie noch nicht hinspringen. Oh, jetzt. Durch einen Fling, du verinnerlichst die Technik, um in die Zukunft riesig durchdringen. Regelmäßig einzusetzen. Durch eine flinke Bewegung und heftigen Angriffen. Okay, Kapitel. Einem gnadenlosen Grinsen ist so wie der Feind versucht wegzuhumpeln. Diesmal bitte nicht. Okay, das haben wir also gemacht. Und jetzt noch das hier. Ein Obelisk. Was auch immer sich in den hintersten Winkeln deines Verstands verborgen hat. Du hoffst, dass es dich als nützlich in deinem Armband berührst. Scheinen sie sich darin eingravierten Muster in deinen Verstand zu brennen. Zusammen mit etwas dunklerem. Okay. Könnte das jetzt sein, dass unser Armband... Wir haben das jetzt eingestellt, ne? Obelisk bereits eingestellt. Heißt das, wir können jetzt irgendwie da durch den Geisterwall? Ich glaub's nicht, dass wir durch den können. Guck mal, da oben ist jetzt was Lilanes bei uns in dem Verstand. Ob mir das jetzt gefällt oder nicht, weiß ich nicht. Ob das positiv oder negativ ist. Und wie komme ich... Nein! Ich glaube, ich habe mich irgendwie festgehalten, oder? Oder komme ich jetzt hier rein vielleicht? Nee, auch nicht. Also wie es da reingeht, weiß ich noch nicht. Vielleicht muss man hier jemanden opfern. Ja, jetzt wird es so langsam mal wahnsinnig. Aber guck mal, das könnte schon sein, dass man hier jemanden... Irgendwas muss das ja... bedeuten, dass hier jemand stirbt, ne? In dem Clip quasi. Oh, verdammt. Jetzt drücke ich aber hier laufend was Falsches. Dann essen wir das Ei noch. Kann ich jetzt irgendwo gucken, wo mein Status hier steht? Attribute, Werte, Reise, Clan, Werte. Nee, Karte ist das da oben. Werte, Effekte. Ausdauer, Nahkampf, bla bla bla, Bewegung.
Ich weiß nicht, was das Lilane an meiner Gesundheit da hinten bedeutet. Es sieht aus, als wäre ich nicht mehr komplett gesund, ne? Aber bei Effekten steht eben nichts. Weil ich glaube, ich hatte ein bisschen mehr Life insgesamt. Aber wir haben wieder verfügbare Punkte und das heißt, wir brauchen wieder mehr Ausdauer eigentlich. Mehr Ausdauer und hier Maximalgesundheit. Oder hier beim Überleben wäre eigentlich auch interessant. Dein Überlebenswert bestimmt, wie gut du in harten Bedingungen überlebst. Außerdem, wie gut du Nahrung verwertest. Ja, vielleicht diese Nahrungsverwertung nochmal hochdrücken. Und jetzt gehen wir hier bei Talente. Ihr seht, haben wir 12 Punkte. Da können wir, müssen wir auch mal gucken, was wir da noch herstellen können. So, ich würde jetzt aber gerne mit Schwert und Schild kämpfen. Wenn die uns wieder angreifen, damit wir uns da so ein bisschen aus dem Gefahrenbereich raus können. Wie gesagt, ich weiß nicht, was der Obelisk zu bedeuten hat. Das sind 2! Das war nice. Haben wir beide direkt so gekillt. Kriegen wir hier vielleicht auch. Oh, 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 ich habe keine Ausdauer, Leute. Ich habe keine Ausdauer. Was ist denn los mit euch? Was? Oh Gott. Wie hat denn der mich jetzt gekillt? Verdammte Scheiße. Oh Mann, was für eine Trümmerfolge hier. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir nochmal an die Ausrüstung rankommen. Ey, ohne Witze. Da wird wir hier wirklich das Zeug safen. Alter, Alter. Heute ist es, läuft es nicht so wie letztens. Letztens war es da richtig gut. Aber ich versuche jetzt wirklich einfach nur dorthin zu kommen, das Zeug zu holen und nochmal zurück. Dann scheiße ich auf alles andere. Und hier halt nochmal ein bisschen Insekten oder so holen, damit wir nochmal was futtern können auf dem Weg dorthin. Ja, damit wir uns nochmal live nochmal dazu gewinnen, falls alles schief läuft. Ja, die Eier machen wir auch wieder. Die Ausdauer halt nicht so richtig irgendwie, komme ich nicht so, keine Ahnung, ich krieg's nicht so auf noch auch hin, nicht so auf die Reihe. Irgendwie kriege ich immer auf die Fresse. So, Wasser getrunken. Was futtern. Schön die Ausdauer, das Life hochhalten. Und dann werden wir uns auf jeden Fall erstmal nochmal versuchen, weiter in unserem Lager zu beschäftigen. In der nächsten Folge, damit wir hier nochmal ein bisschen besser stehen, weil es ist doch noch ziemlich krass, wie es uns gerade ergeht. Müssten uns mal Heilzeug machen und so ein Kram irgendwie vielleicht. Mal gucken, was wir jetzt noch lernen können. Wir haben jetzt ja wirklich noch viele Punkte zum Lernen, dass wir da noch was bauen und dass wir dann in diese Richtung weitermachen oder vielleicht auch wirklich mal diese Tiere hier abfarmen, damit wir noch mal ja stärkere Sachen machen können. Stärkere Rüstung quasi. Ich möchte jetzt eben nur mein Zeug nochmal wiederbekommen. Das wird ja halt ziemlich schwer ohne Waffen, weil es jetzt mitten in diesem scheiß Lager drin liegt. Und ja, ich bin gespannt, ob wir das irgendwie auf die Reihe kriegen. Wir können ja vielleicht uns reinschleichen versuchen, aber ich bin nicht so der Schleicherfreund. Das könnte dann deswegen auch ein bisschen problematisch werden. Ja, zumindest durch das ständige Hierherkommen müssten wir jetzt eigentlich... Oh, oh. Ducken. Kann ich eigentlich auch im Ducken schneller laufen? Nee. Ah, aber ich glaube, der sieht uns zum Beispiel jetzt nicht, ne? Und das ist natürlich schon vorteilhaft. Ich glaube, dann versuchen wir es doch mal einmal auf diese Schleichertour. Auch wenn ich nicht so der Fan vom Schleichen bin, aber da ist auch einer und der wird uns auf jeden Fall sehen, wenn wir da vorbeischleichen. Weil der guckt nämlich in diese Richtung. Ja, siehst du? Jetzt schnell da hinten hin. Einfach nur schnell alles nehmen und dann wieder weg hier. Wo bin ich? Wer ist meine Leiche? Oh Gott. Nee, das ist es nicht. Alter. Ja.
dann hier hoch nochmal abhauen, dass wir uns ausrüsten können. Das hat jetzt letztens ja auch geklappt. Da sind sie uns irgendwann nicht mehr gefolgt. Wo ist denn das? Irgendeins. Auf! Mann! Leck mich doch am Arsch. Konnte die Waffe nicht ausrüsten. Alter! Ah, der hat mich irgendwie total verletzt. Kann die Ausdauer nicht mehr laufen. Lass mich in Ruhe, Mann. Ich brauche eine Waffe, ey. Oh, der geht doch direkt da oben drauf, Mann. Ich will eine Waffe haben. Muss ich gleich wieder zum Obelisken hochsprinten. Lauf langsam. Nee, ich muss jetzt zurück in die Base. Bringt alles nichts. Krasse Folge, Leute. Was kommt näher, Schatten? Ich komme nicht näher. Ich mag gar nicht näher kommen. Bleibt, wo ihr seid. Ich will einfach nur weg. Ich kann meine Waffen nicht ausrüsten. Ich komme nicht dazu. Jetzt nochmal ein bisschen rennen. Oh, das war knapp. Gerade im rechten Moment nochmal losgerannt. Hi. Futter was und Lauf, ey. Jetzt habe ich mir noch irgendwie die Yucca-Pflanze oder was der da bei sich hatte noch mitgeholt. Das war zwar natürlich lebensmüde, aber also egal. Ich wollte die jetzt haben. Ein bisschen was soll sich ja auch für uns nochmal gelohnt haben. Okay. Ja, ganz scheiße war die Folge dann ja nicht. Wir haben ja dann doch nochmal ein bisschen Zeug bekommen. Ich kann nicht meine Waffe ausrüsten oder sonst irgendwas, weil die Penner mir eher immer stets auf der Ferse sind. Wenn ich wenigstens mal die Zeit hätte, eine Waffe auszurüsten. Jetzt sind es schon 3 Leute, Mann. Wie soll ich denn da jemals wegkommen? Die verfolgen mich ja ewig. Und gerade hat das Spiel so ein paar Lags auch. Es ist nicht immer so einfach, dann hier rechtzeitig Land zu gewinnen. Was ist denn das hier? Ist das eine Felsspalte? Ich glaube, sie sind weg. Können wir uns zumindest mal ausrüsten. Oh Mann, Alter, was für eine Folge, ey. Aber hier, Chitin haben wir noch gesaved. Wir haben die Kohle gesaved. Wir haben 11. Oh, das ist ja doch schon mal ein bisschen was. Was? Oh. Das war falsch. Bogen wollte ich eigentlich hier unten hin machen, genau. Gut. Ja, ausrüsten. Wäre ganz gut. Hier nochmal Kleider. Alter, ey. So, sind wir so weit jetzt. So weit, wie wir sein wollten. Ich weiß es nicht. Haben wir alles? Ja. Okay, gut. Sandsturm. Oh, war ja. Das heißt, wir gehen jetzt einfach mal in die Base und denken über diese Folge nach und beenden die Aufnahme. Wow, Leute, ey. Was für ein Terror. Ich sag's euch. Ich bin richtig gestresst. Richtig gestresst. Noch ein paar Handvoll Insekten mitnehmen. Wieder keine Ausdauer, ja, ist klar. Und dann nochmal ein paar Insekten. Aber es hat sich eigentlich gelohnt. Es ist echt, ja. Wo sind denn die Insekten jetzt? Ich finde sie nicht. Ah, hier. So. Wir haben echt gutes Zeug mitgenommen. Das ist... Oh, ein Hase. Jetzt will ich dich aber töten, Hase. Hä? Geht doch. Diesmal haben wir den Hasen. Tierhaut und Wildfleisch, also gut, ist auch nichts wirklich Besonderes, was er uns gibt. Ja gut, wir können eben noch kein Hasenfell oder sowas erspielen, weil wir eben dieses scheiß Messer noch nicht haben und das hätte ich ja doch schon gerne. Aber wir können an unserem Set-Altar, können wir. Wir sind doch noch nicht an der Base vorbei, oder? Warum habe ich denn das hier noch nie gesehen? Wo wollt ihr denn hin?
Nö. Okay. Was war denn das? Der Geist der vergangenen Weihnacht, oder was? Keine Ahnung. Auf jeden Fall gucken wir, dass wir jetzt da hinten in die Base kommen. Das ist ja gar nicht weit weg von unserer Base. Vielleicht gucken wir uns das nächste Mal nochmal an. Da unten müsste doch unsere Base irgendwo sein, oder? Ich schätze ja genau. Ja, wie komme ich jetzt aber da runter? Alter, ohne zu sterben am besten. Jawohl, jawohl. Sehr schön. Loslassen. Und zack. Super. Also man kann auch so am Berg runtergehen. Und wir sind zu Hause, Leute. Wir können alle unsere Sachen safen, die wir haben. Und ich bin doch nochmal glücklich, auch wenn die Folge hier absolut der Horror war. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem jede Menge Spaß. Und seid das nächste Mal wieder dabei. Puh, dann muss ich mir mal die Haare kämmen. Über den Turban sogar. Und es war jetzt eine längere Folge, aber er hat sich gelohnt. Bis dahin, macht euch einen schönen Tag. Euer SpookyVF. Bye, bye. I need